Guten Tag und herzlich willkommen zu Part 16 von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Es geht direkt los mit einem richtig guten Level aus meiner Lieblingswelt. Und da wir letzten Part hier diesen Bananensaft gekauft haben, werde ich den direkt mal ausrüsten, einfach um zu schauen, wie der so ist, was der so macht. Und ob er halt immer noch die selbe Wirkung hat wie in Donkey Kong Country Returns, würde ich halt gern wissen. Deswegen, los geht's. Wie gesagt, das hier ist meiner Meinung nach die beste Welt. Die... Zum Teufel, da kam ein Fass raus. Okay. Und ich hoffe, die macht mir jetzt immer noch so viel Spaß wie beim ersten Mal spielen. Aber ich gehe mal davon aus, weil sie ist halt herausfordernd, aber auch spaßig. Es wird quasi eine gute Balance gefunden zwischen Herausforderung und guten Gameplay. Denn in manchen Leveln merkt man halt auch, okay, das ist jetzt einfach nur so ein Level, damit es das schwierig ist und nicht wirklich was mit großer Herausforderung zu tun hat. Also ja, okay, wenn etwas schwierig ist, dann fordert es einen zum gewissen Teil heraus, ist klar. Aber da muss ich auch immer die Waage finden. Wie gesagt, zwischen Frust und Spaß am Spielen. Bisschen Frust ist in Ordnung, aber wenn es zu viel wird, macht es einfach keinen Spaß mehr und es demotiviert dann einfach nur. Also, ja, ich hoffe, man versteht, was ich damit meine. Wir dürfen anscheinend nicht diese Blasen berühren. Okay, ich verstehe schon. So. Ich denke mal, hier erscheint ein Puzzleteil. Ja, allerdings auch etwas billig, finde ich. Ja, gut. War jetzt offensichtlich, meiner Meinung nach, aber kommt vielleicht auch nicht jeder drauf. Muss ich da direkt rein? Ja, ne? Ja, komm. Ich dachte, da müsste man jetzt irgendwas abpassen oder so. Irgendein Timing. Aber anscheinend war es einfach nur ein schöner Übergang. Was passiert hier? Ach. Okay. Anscheinend so ein Minigame. Was allerdings ziemlich schwierig ist, finde ich. Ich habe keine einzige Banane ge... einsammeln können. Was zum Teufel? Muss man hier alle Bananen einsammeln? Ah, okay. Okay, der Bananensaft aktiviert sich anscheinend einmal und wirkt dann wie ein Superstern, wie ich das schon, angedacht habe. Ja, komm, wir müssen da, glaube ich, runter und... Hätte ich nur Donkey Kong gehabt, wäre das kritisch geworden. Da hätte ich auf jeden Fall
direkt den nächsten Tod gehabt. Ich mag diese Dinger nicht so ganz. Aber naja. Wenigstens habe ich hier meine Herausforderung. Also, let's go. Okay, ein Bonuslevel. Und es ist das wieder. Das mache ich absolut nicht, das ist Bonuslevel. Ja, es ist in Ordnung, aber ist immer so belastend, wenn man dann sich in den Abgrund runterschießt. Schwierig. Aber das haben wir wunderbar gelöst. Und schauen hier weiter. Kriegt man denn die Münze? Okay. Ja, ich weiß nicht, ob man das so machen soll, aber ich habe mir jetzt einfach mal die Freiheit rausgenommen, das so zu machen. Los! Okay, gerade so. Oh shit. Oh sh. Bleibt stehen. Okay, es bleibt stehen. Alles klar. Wunderbar. Das N haben wir. Das Puzzleteil ist ein bisschen. Ein bisschen auffällig. Das kann man ganz gut sehen, das Ding. So, her damit. Oh shit, okay. Ja, dann geht's anscheinend mit Donkey alleine weiter. Nicht schlimm. Kriegen wir hin. Ich hoffe nur, man braucht Dixie nicht hinterher irgendwo. Das wäre natürlich belastend. So, immer schön damit bewegen und dumm. Oh Mann, ich habe direkt gesehen, okay, das war kein guter Sprung. Hau ab! Oh Mann! Okay, hier gibt's zum Glück wieder ein Herz. Ich glaube, das kann auch unterschiedlich sein. Und das ist dann natürlich umso belastender, wenn man dann da kein Herz rausbekommt, sondern irgendwas anderes. Und anscheinend können die Klauen einen nur verletzen, wenn sie runtergreifen. Oder runterfallen. So, jetzt reicht's hier. Spring darüber und hol dir das scheiß G. Aber wir. Ups. Falscher Knopf. Aber wir haben alles, ne? Also mit alles meine ich in diesem Fall KNG. Und ja. Haben wir. Wunderbar. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Am besten nichts. So. Gib die Dinger daher und... Okay, ich dachte da für eine Sekunde, dass ich zu früh gesprungen bin. Aber alles gut. Alles klar, wunderbar. Warum reißen die Dinger eigentlich hier ab? Das verstehe ich nicht so ganz. Und wohin werden eigentlich die, diese Kastanien hingeworfen? Das ergibt nicht wirklich Sinn. Das hier wird jetzt ein bisschen langweilig, weil ich glaube halt, man muss die Bananen hier einsammeln. Ja, für ein Puzzleteil und da ist es auch schon. 6 von 7, richtig? Jawohl. So, du haust erstmal ab. Weiter geht's. Ernsthaft? Ich habe eins verpasst? Oh Mann. Wenigstens das DK abgeholt und ach, leider wurden es Bananen. Schade. Naja, erstes Level abgeschlossen. Auf ins zweite. Zuckerfass zum Abheben. Ja, Mann, ich wusste nicht, dass es das zweite Level ist, aber es ist, wie man sich schon am Namen denken könnte, ein Raketenlevel. Ja, Mann, let's go. Da habe ich richtig Bock. Feier des... Ja, komm, machen wir nochmal, oder? Da war ich ein bisschen blind. Ziemlich dumm. Aber okay. Los geht's. Ich feier diese Raketenfass... Und Loren-Level sowieso. Das sind meine absoluten Lieblingslevel. Ich weiß nicht warum. So gefühlt jeder andere hasst diese Level. Und meint, die sind voll schwer. Aber ich finde die mega nice. Was tue ich? Ich dummer Lappen. War aber auch fies, dass diese eine Orange oder was zum Teufel das auch immer sein soll, nochmal runtergekommen ist. Was zum Teufel tue ich? Mann! Was mache ich? Mann, ich bin so dumm. Ja, komm, mach von vorne. Mir egal. Los geht's.
Und jetzt hoffe ich, dass ich mal die Bananen hier komplett einsammeln kann. Jawohl. Das dachte ich mir nämlich wunderbar. Das K fehlt. Peinlich. Einfach nur peinlich. So, jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Sorry, falls jetzt etwas ruhiger sein sollte. Oh mein Gott. Okay. Das war nicht einfach. Vor allem, weil die Bananenreihe so lang war, aber... Hab's hinbekommen. Okay. Shit. Das zählt als zwei Treffer? Okay. Ja, wir tun einfach so, als wäre das jetzt der First Try gewesen und als hätte ich das beim ersten Mal bis hierhin geschafft. So. So ein Bullshit. Das hat mich gerade ein bisschen verunsichert. Alles klar, das Puzzleteil war easy. Hä, bin ich blöd? Oh mein Gott, ey. Ich habe gerade übelst einen Tunnelblick. Ich weiß nicht, was zum Teufel los ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, hier Easy-Puzzleteil abgeholt. Wahrscheinlich sollen diese hässlichen Bananen einfach nur ablenken und ich muss sagen, ja, haben sie geschafft. Alles klar. Ja, stimmt. Der wird da jetzt im Hintergrund noch weggenascht von der Pflanze. Und ich... Ja, doch. Wir kommen hier ins Fass noch rein. Auch ohne Helfer. Das ist natürlich wunderbar. Das wäre jetzt ein bisschen belastend gewesen, wenn man dafür einen Helfer gebraucht hätte. Aber nö. Mit diesem Trick. Mit dem Rollen und dann in der Luft springen. Kommen wir da auch noch ohne Helfer hin. Boah, das ist aber auch immer knapp hier bei diesem Bonusraum. Krass. 4 von 5.
Schon wieder nicht alle. Schade. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Aber naja. 4 von 5 ist eine gute Quote, denke ich. Nein, einen Moment. Ich hätte gern das DK. Schon wieder nur diese hässlichen Bananen, Mensch. Gib mir doch mal die Münzen. Nice. Ja, ich würde aber auch erstmal sagen, das war's für den heutigen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Melone zum Quadrat.